Letztes Jahr war ja auch schon sehr viele neue Leute waren da, die für mich dieses Jahr dann auch neu sind, weil ich nur die Leute von vor 2 Jahren kenne. Deswegen die Veränderung von letztem Jahr zu diesem Jahr kenne ich jetzt so direkt gar nicht. Aber dieses Jahr habe ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Unser Trainingscamp war richtig erfolgreich. Wir hatten jetzt gestern nochmal ein Minicamp, wo wir auch den ganzen Tag 2 Trainingseinheiten hatten. Und da merkt man schon, die Motivation ist da von den einzelnen Spielern und wir haben eigentlich alle richtig Bock auf die Saison. Ich wohne im Kreis Ludwigsburg. Das ist schon dann so 40 Minuten mit dem Auto. Aber ich bin jetzt schon seit 2012 bei den Stuttgart Scorpions und bin auch immer dem Verein treu geblieben. Also seit ich hier mal angefangen habe, gab es eigentlich keinen Grund mehr, dass ich noch woanders hingehen möchte. Es gab viel Umbruch, nicht nur bei uns, sondern eigentlich in der ganzen Saison. Man merkt, Geld spielt mittlerweile eine große Rolle in der GFL. Bei uns ist es noch mehr als Tradition, wird es gesehen. Also wir schauen wirklich auf die einzelnen Spieler und kaufen uns nicht Leute zu. Wir schauen wirklich, dass wir die Talente bei uns fördern, dass wir einfach als gutes Team zusammenwachsen und dann kann man auch gegen Vereine gut spielen oder auch gewinnen, die auch mehr Budget haben oder mehr Leute sich einkaufen aus anderen Ländern oder aus Amerika, dass die einfach mehr Imports haben wie jetzt bei uns. Es ist schon cool, wenn man sieht, es kommen richtig viele Leute ins Stadion, aber wenn man auf dem Spielfeld ist, bekommt man das gar nicht so mit. Also man hört es zwar so im Hintergrund ein bisschen, aber das blendet man aus, wenn der Spielzug losgeht, wenn man sich gesettet hat und dann das Hut kommt, da denkt man nicht an die Zuschauer oder hört auch nichts mehr mit. Da geht es wirklich nur darum, die nächsten Yards zu machen und den Gegner zu dominieren. Als ich damals angefangen habe, kam auch die Diskussion, was für eine Position möchte ich spielen. Für mich kam Linebacker oder Running Back in Frage. Und da habe ich mir damals gesagt, ich möchte eigentlich schon den Ball in der Hand halten. Und dann hat es somit angefangen, dass ich dann Running Back gespielt habe. Hat sich auch immer etabliert. Jetzt ist es dann schon mehr, dass ich dann auf Fullback geswitcht bin, weil wir auch oft dann sehr flinke Leute noch haben, wo man einfach sagt, die sind für manche Spielzüge sind die dann einfach besser geeignet. Und wenn wir dann 2 Running Backs auf dem Feld haben, dass dann ich dann auf jedes Mal dann als Vorblocker oder dann auch als Ballträger diese letzten Yards dann noch rausholen kann. Früher, also die ganz alten Scorpions, das war eigentlich nur Laufen. Und da hieß es einfach nur volle Lotte rein in den Gegner oder einfach nur auf die Fresse, wenn man das so sagen kann. Das hat sich jetzt aber auch in letzter Zeit halt gewandelt, weil man halt auch durch viele Imports und dass die Amerikaner, die jetzt nach Deutschland kommen, um in der GFL zu spielen, da ist das Niveau jetzt schon höher, wo man dann einfach schauen muss, es reicht nicht mehr nur einfach zu laufen. Und deswegen, man muss auch schauen, dass man auch über die Pässe viel abdecken kann. Dadurch entlastet man auch die O-Line, weil die kann auch nicht die ganze Zeit nur laufen. Bei uns ist eigentlich, wir sind jetzt so direkt nicht spezialisiert auf Pass oder Lauf. Wir schauen einfach, dass wir wirklich ein breites Spektrum abdecken, um einfach alle Eventualitäten abdecken zu können. Unschlagbar ist niemand. Jeder hat mal seinen schlechten und seinen guten Tag. Und also für mich ist es dann auch, die Playoffs als Ziel zu setzen. Ob das dann später erreicht wird, das muss man dann schauen. Aber das ist einfach auf jeden Fall ein Meilenstein, wo man sagt, da möchte ich hin. Weil ein Ziel drunter gibt es jetzt nicht. Wenn man sagt, ich setze als Ziel jetzt 6. Platz, dann kann man gleich sagen, mein Ziel ist es nicht abzusteigen. Und ein zu niedriges Ziel ist dann einfach kein Anreiz mehr. Wenn man sagt, das erreiche ich ja sowieso, dann brauche ich mich nicht anstrengen. Deswegen setze ich mir das Ziel, die Playoffs. Wie es dann später erreicht wird, muss man dann schauen. Aber wenn wir einfach als Team zusammenwachsen, wenn es dann dieses Jahr nicht sein sollte, dass es dann nächstes Jahr erreichbar ist.